Hallo, bislang haben wir ja immer die Vierecke, Quadrate und so weiter selbst gezeichnet, aber EOS kann noch viel mehr. Wir müssen das gar nicht selbst programmieren, denn EOS kennt sogenannte Klassen. Wir definieren jetzt einfach mal den Buchstaben R und wenn ich dann einen Doppelpunkt setze, zeigt er dir alle Klassen und da sind schon entsprechende Formen vorgegeben, zum Beispiel Rechteck, Quadrat, Fenster, Ellipse, Kreis, sodass wir diese Formen alle gar nicht selber programmieren müssen, sondern einfach auf diese Klasse zurückgreifen können und jetzt hier zum Beispiel R für Rechtecks dann einfach einmal setzen. Und zusätzlich setzen wir auch nochmal das Zeichenfenster. F ist dort der entsprechende Buchstabe und die Klasse des Fensters erscheint. So, und wenn ich dir jetzt einmal das zeige, schon im Zeichenfenster, siehst du, wir haben erstmal nur das Zeichenfenster, denn unser Rechteck muss noch ein wenig weiter definiert werden. Und das geht folgendermaßen. In dem Fenster zeichnen wir das Rechteck. Dafür steht ja der Buchstabe R. Und für das Rechteck setzen wir folgende Ecken. Zum Beispiel minus 10, 30, 60 und minus 50. Klammer wieder zu. Und wir setzen noch eine Füllfarbe für das Rechteck. In dem Fall in Klammern gelb. Füllfarbe setzen. Und wir schauen uns mal an, was für ein Programm wir jetzt geschrieben haben. Und du siehst, du hast schon ein Rechteck dann direkt dort programmiert. Und jetzt in Schritt 2 wollen wir dieses Rechteck noch bewegen. Und dazu sagen wir, wir verschieben das Rechteck und zwar um 30 auf 30, 20 und wiederholen 30 mal, dass wir das Rechteck drehen. In diesem Fall nicht links oder rechts drehen, so wie du es schon vorher von den Zeichnungen kennst. Wir nehmen diesmal die Methode drehen, immer um 2 und beenden wieder Wiederholung. Drehen als Methode bewirkt, dass sich das ganze Objekt einmal dreht und nicht, dass du die Turtle zum Beispiel drehst, um die Turtle neu auszurichten. Wir schauen einmal an, was wir für einen Programm geschrieben haben. Und du siehst, wir haben erst das Rechteck erstellt, haben die Füllfarbe auf gelb gesetzt und jetzt wiederholt er 30 Mal, dass er dieses Rechteck um die eigene Achse dreht. Und das war schon alles, was ich dir in diesem Erklärvideo zeigen wollte. Es ging einfach nur darum, dass wir bestimmte Klassen haben, die wir schon setzen können und diese dann auch noch um sich selbst drehen können. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren.